Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem nächsten Kurzvideo. Wie ihr meine Candy kennt, die 133, die Rarität, die ich im November bekommen habe, habe ich euch gezeigt, habe ich da ein paar Kleinigkeiten gemacht. Bei der Pumpe war ja da die Dichtung zu klein dimensioniert, und auch mit der Zeit lässt das Gummi nach, trocknet aus, schrumpft und hat natürlich dann das Wasser gelassen. Und ich habe euch auch gezeigt, dass die Türdichtung auch ein bisschen in Mitleidenschaft genommen war mit dem Alter. Jetzt habe ich aus Italien habe ich ein Originalersatzteil bekommen für diese Maschine. Und das habe ich natürlich eingebaut. Ihr seht, das schaut jetzt so aus. Das alte Ersatzteil seht ihr hier. Ihr seht, durch das ganze Stehen habe ich jetzt das natürlich auch ein bisschen kaputt gemacht, weil ich die Stärke noch getestet habe. Aber gerade beim Alter passiert so etwas. Da seht ihr das besser. Und das kann dann natürlich auch die Vintage-Maschinen oder auch neuere Maschinen kaputt machen. Und ihr seht, das ist alles Alterserscheinungen. Die Gummis trocknen aus und natürlich müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Gerade überhaupt bei Maschinen, die stehen, passiert das, und die auch nicht benutzt worden sind, passiert das auch. Somit immer bitte auf Dichtheit prüfen. Vom Wasser, vom Strom nehmen und das Gerät mit Ersatzteilen so weit wie möglich erhältlich auszurüsten. Die originalen Ersatzteile sind immer wichtig, weil auch diese genau für die Maschine konzipiert sind, und auch das Ersatzteil lässt sich dann automatisch besser und einfacher einbauen. Ich habe hier ein Stück rausgeschnitten, da habe ich die originale Nummer rausgeschnitten, und das hebe ich mir auf. Und wie ihr seht, wie gesagt, das alte ausgetrocknete Gummidichtung ist leider in einem guten Zustand gewesen, aber leider unbrauchbar, weil durch das Austrocknen ist es, wie wenn es durchgehend gebraucht wurde. So, das war es wieder von mir. Wichtig ist es immer, bitte die richtigen Positionen auch einzuhalten und auch schauen, dass der Faltenbalg so weit wie möglich glatt ist und nicht viele verdreht ist, weil das auch dem Gummi mit der Hitze und mit der Zeit auch und mit der Wäsche dann zusetzt und der Gummi eine kürzere Lebensdauer hat. Ab und zu mit Glycerin oder mit Hirschtalg einschmieren, das tut jedem Gummi gut und auch der Maschine, und ihr habt lange Freude an euren Geräten. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.